Hey ihr Lieben, Genophage, HeilerInnen, willkommen zurück zu Mass Effect 3. So, wir sind jetzt auf dem Planet der Salarianer und wollen die Kroganerinnen retten, beziehungsweise befreien. Und ich habe jetzt nochmal gewechselt zu Liara statt Edie, weil Liara kennt sich ja sehr gut aus. Mit diesen Kreaturen, also nicht mit Salarianern oder Kroganerinnen, sondern... Unsere Befehle sind klar. Reibungslose Übergabe der kroganischen Häftlinge. Wer hat den Befehl erteilt? Unsere Vorgesetzten, das ist alles, was zählt. Aber sie werden die Genophage heilen. Alle Mühen, die Kroganer aufzuhalten, waren dann vergebens. Wenn ich ihre Meinung hören will, werde ich sie befördern. Bis dahin tun sie ihre Pflicht und halten den Mund. Ja. Yep. Noch ein Angriff? Die Verteidigung meldet ein nicht ein Großvater von Geheimdienste erzählt, dass die Turianer nicht mehr lange. Was sind denn die Viecher? Die Reaper haben sie bis an die Wand zurück. So sieht es aus, Sir. Das gefällt mir nicht. Nicht angesichts dessen, was sonst noch alles vor sich geht. Während meines Zyklus haben wir vergessen, was Schönheit heißt. Die Reaper haben sie vernichtet, wo immer sie hinkamen. War ihre Welt so schön wie diese? Das weiß ich nicht. Bei meiner Geburt war alles bereits ein Ödland. Schicken Sie der Dalatras. Sie haben jetzt die Freigabe, die Frauen zu sehen, Commander. Hoffentlich können wir die Sache klären, ohne die kroganischen Rebellionen nachzustellen. Bio-Quarantäne-Protokoll aktiv auf den Ebenen 1 bis 3. Sollte man die Kroganerinnen ausliefern? Ich bin anderer Ansicht als die meisten meiner Kollegen. Die Heilung der Genophage bringt die Sache endgültig zum Abschluss. Die Kroganer spielen vielleicht in Zukunft eine Rolle, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Wir sollten die Evolution über Leben und Tod entscheiden lassen, nicht die galaktische Politik. Naja. Danke für Ihre Zeit. Kein Problem. Gehen Sie zum Fahrstuhl, wenn Sie soweit sind. Aber die sich halt wirklich vermehren wie blöde. Und nicht alle so unter Kontrolle sind, wie jetzt Rex zum Beispiel, dass sie sich beherrschen. Naja, die sind ja wie die Klingonen so ein bisschen. Sehr kriegerisch, sehr aggressiv. Nehmen Sie jetzt den Fahrstuhl nach unten. Dort wird Sie jemand... Was ist hier los? Sensoren zeigen Aktivität auf dem Gelände. Rasch, Commander, jemand wird Sie unten erwarten. Oh oh. Alle Exemplare korrekt erfasst, Sir. Shepard, ausgezeichnetes Timing. Schön, dass Sie da sind. Bester Mann. Mardin. Sehkraft nach wie vor einwandfrei. Überraschung verständlich. Hatte nicht damit gerechnet, wieder zu arbeiten. Sind Sie wieder bei der STG? Sonderberater. Wer könnte das sonst sein? Jemand anders hätte alles falsch gemacht. Habe Kroganerinnen geholfen. Dem Erdnot-Clan Informationen übermittelt, politischen Druck zwecks Befreiung der Frauen gemacht. Dann sind Sie Rex Insider-Quelle. Ja, erkläre alles später. Sicherheitswarnungen, nicht normal. Müssen zum Schutz der Kroganerin Planeten verlassen. Immunsystem der Frauen geschwächt. Nebenwirkung von Malens Heilmittel. Haben nicht überlebt. Oh je. Ja. Aber es ist, Mardin ist halt echt der Beste. Und Malens Forschung, wir hatten sie doch gespeichert. Ja, Daten waren gespeichert, aber nicht vollständig. Zentrale Details zur Rekonstruktion des Heilmittels fehlen, aber dennoch nützlich für Synthese aus Lebendgewebe. Konnte sie nicht retten. Sie haben sicher ihr Bestes getan, Mardin. Kam zu spät, jetzt keine Verzögerung mehr. Eine Überlebende, immun gegen Genophage. Kann Heilmittel aus ihrem Gewebe synthetisieren. Sie ist noch hier? Ja, letzte Hoffnung für Heilmittel. Falls sie stirbt, Genophage Heilmittel. Problematisch. Bitte vorsichtig sein. Organer sind sehr misstrauisch. Ich bin Commander Shepard von der Allianz Navy. Sind Sie hier, um mich zu töten? Das hätte keinen taktischen Nutzen. Erdnot, Rex und ich sind hier, um sie nach Hause zu bringen. Weshalb? Was bin ich für sie? Haben die Salarianer sie misshandelt? Das war meine Schwester, die sie da gesehen haben. Sie hat vor ihrem Tod sehr gelitten. Haben getan, was wir konnten. Und
Und jetzt weiß ich, dass außer mir niemand mehr übrig ist. Das macht mich für viele ziemlich gefährlich. Was ist mit Ihnen, Commander Shepard? Warum sind Sie hier? Sie sind die Zukunft der kroganischen Spezies und dafür kämpfe ich. Dann haben Sie hoffentlich eine Armee dabei. Aktueller Statusbericht. Kommunikation nach draußen unmöglich. Wir sind abgeschnitten. Alle Daten sofort extern sichern. Was ist los? Wir haben mehrere Schiffe im Anflug. Shepard, hier Rix. Cerberus-Truppen greifen die Basis an. Holen Sie sofort die Frau daraus. Es hat nur eine überlebt, Rix. Hier unten ist es vielleicht sicherer. Was? Damit die Salarianer sie umbringen können, genau wie die anderen? Kein Deal. Wenn sie das Bündnis wollen, schaffen sie sie da raus. Ach, Rix. Lassen Sie die Frau frei. Wir gehen. Das geht nicht. Während einer Abregelung darf laut Protokoll kein Exemplar... Einspruch. Vermerkt. Jetzt bitte Freilassung der Kroganerin. Muss Tank überwachen, während der Quarantäneprozess durchläuft. Treffen beim nächsten Kontrollpunkt, Shepard. Cerberus ist wahrscheinlich gegen genophage Heilmittel. Sie sehen T'Chanka wieder. Versprochen. Zum Fahrstuhl, Shepard. Oh Mann. Cerberus, ne? Überall mischen sie sich ein. Alle Forschungsobjekte sofort abriegeln. Vortrag ist sicher. Ja. Was für ein Problem? Die Sicherheit. Aha. Für Verzögerungen ist jetzt keine Zeit, Commander. Ja. Logbuch Modern Solus 162,3. Station. So viel Zeit muss sein. Gesichert. Autonomie in Sachen kroganische Testobjekte erlangt. Frauen offensichtlich im Sterben. Barbarische Experimente. Melens Schuld. In Ordnung bringen meine Verantwortung. Muss sie retten. Keine Toten mehr. Hi, Sacha. Morning ist ein guter. Er reagiert nicht. So, versuchen Sie es jetzt, Commander. Ich mag Mordin. Logbuch Modern Solus 178,3. Malens Heilmittel stören die Autoimmunreaktion. Die kroganischen Frauen sterben. Malens Datenlisten... Versuchen Sie es mit dem Aufzug, entdeckt. Maximal invasive Veränderung der Hormonspiegel. Zeigt, wie weit er gesunken ist. Habe Daten zum Glück aufbewahrt und Gegenmittel entwickelt. Konnte mindestens eine Frau retten. Oh, ich sag ja, das Spiel, das wird noch so viel Drama geben, Leute. Wenn ich so ein paar Szenen denke, die noch kommen, eieieiei, da war ich echt... Das hat mich echt betroffen gemacht damals. Oh nein. Bombe! Zurück! Aber dann so eine kleine Bombe. Was soll denn das? Gibt es noch einen anderen Ausgang? Auf der anderen Seite des Labors, ein Notausgang. Ich kann ihn von hier aus öffnen. Shepard, Cerberus-Truppen versuchen, die Frau zu finden. Quarantäne-Kontrollpunkt wird angegriffen. Beeilung! Das sind vielleicht ein paar Arschgeigen, oder? Ich habe das Shuttle genommen. Tun Sie alles, was nötig ist und bringen Sie die Frau rauf zum Landeplatz. Ich mache bis dahin Cerberus das Leben schwer. Feindbeschuss für Position, Feld 6-4! Sofort Verstärkung in dieser Position. Bestätigen Sie. Wo schießt ihr denn hin? Ey. Ihr Aristrum, Angriff freigelegt. Sicher Kastel Wort. Verstanden, Aris. Ihr Ziel ist die Eliminierung der Programme. Verstanden. Greift die Sicherheitskräfte der Basis an. Gesichert. Da kommen sicher noch mehr. Ja. Okay, durch die Wände schießen klappt nicht ganz so gut mit dem Teil. Noch mehr Feinde! An alle Trupps, Achtung, wir stoßen auf Widerstand durch nicht-salarianischen. Sie dürfen nicht im Labor in Deckung gehen! Warum nicht? Alter, diese Mistviecher hier. Hinweis für alle Jahre,
Hey. Sie mussten offensichtlich noch nie ein Jagd direkt bekämpfen. Nope. Ich wollte es gerne hören. Die Kroganer sind im Sterben, wenn wir das nicht rasch beenden. Shepard, Cerberus in der Nähe. Beeilung. Wir sind unterwegs. Ja, schneller kann ich nicht. Boah. Hört man echt das Lock? Das ist der nächste Shadow Broker. Gar nicht lustig. Ja. Irgendwie schon, Liara, irgendwie schon. Ja, genau, das war so ein Vieh. Der war der letzte Shadow Broker. Das sah ganz schön gruselig aus, finde ich. Ey. Hi. Alles in Ordnung? Eindämmungsschild hält. Aussage zum Zustand der Koganerin nicht möglich. Mir geht's gut, Commander. Frauen wurden versteckt. Möglicher Maulwurf bei STG. Könnte indoktriniert sein. Kommt Bündnis Kogana-Turianer nicht zustande, fordert niemand die Reaper heraus. Wir fordern sie nicht nur heraus. Shepard, treffen am nächsten Kontrollpunkt. Ziel von Cerberus wahrscheinlich. Schnell! Nächster Kontrollpunkt! Ja, Arschgeige. Diese sind uns zunächst nicht. Alle Trupps sammeln! Wo ist Team Minerva? Shepard, nun machen Sie schon! Ich versuche, Ihr Feuer auf mich zu lenken. Durchhalten. Wir versuchen, zu Ihnen zu kommen, Hordin. Warte mal, stehen. Der Feind ist gefallen. Ja, klar. Blöd, Männer. Geht noch was? Nö. Cerberus gibt einfach nicht auf, was? Das Ende eines Zyklus bedeutet immer den Beginn des Chaos. Sehr gut. Mein fertig. Commander, zurück! Feind am Ende der Halle! Captain Kirahi! Mittlerweile Major! Schön nochmal mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Gibt's einen einfacheren Weg? Könnte man sagen. Salarianer und ihre Waffen. Oh nein, geht Deckung, Mann. Los, Commander, ich gebe Ihnen Deckung. Orion-Truff, Sie haben Befehl, die Stellung zu halten und den Zugang zum nächsten Kontrollpunkt zu blockieren. Diese dummen Techniker mit ihren Geschützen, die hasse ich. Wir werden blockiert. Oh, shit. Sie von vorne anzugehen, ist vielleicht keine so gute Idee. Möglicherweise könnten wir in ihre Flanke kommen. Diese Geschütze schießen uns in Fetten. Blanke Schmanke. Der nächste Kontrollpunkt kann nicht weit weg sein. Vielleicht erreichen wir ihn vor Cerberus.
Wer braucht schon eine Flanke, wenn man mit dem Sniper alles in Zeitlupe wegschießen kann? Und die haben ja immer die Warren gefangen. Warte. Geht's hier nicht weiter? Sehr gut. Ich stimme Morden zu. Jemand hat Cerberus davon erzählt. Sie waren viel zu schnell hier. In jedem Krieg gibt's Verräter. Ätzend sowas. Oh. Was ist das? Ich gehe nach oben. Hoch, ihr Trupp. Die Frau sitzt bei Kontrollpunkt 2 in der Falle. Noch Schein. Da unten lag aber noch was. Schade, ich wollte das mit den Briefflitzen machen. Dann hat aber Jarvik seinen Warp geballert hier. Oh, was ist das Ganze? Aha, Panzerung. Diese Behälter hier, was ist da eigentlich drin? Die Violetten. Fahrstuhlfehlfunktion, Shepard. Brauche Unterstützung. Alles klar. Oh, ich dachte, das wäre ein Sniper. Da ist noch was. Haha. Sentry Interface. Hallo? Sehr gut. Der ist sehr gut. Zwei Rüstungsteile in kurzem Abstand. Nicht schlecht. Da komme ich von hier aus wahrscheinlich nicht hin. Liege unter Beschuss. Ausschalten! Drängen Sie sie von der Frau weg! Ah. Cerberus vor dem Tank, Shepard. Brauche Unterstützung. Ja. Alter Jarvik. Oh. Die Raptor. Sag mal, was es hier alles gibt. Und noch mehr. Wow. Na super. Drangsaliert. Hier muss eine Stromversorgung sein. Ja, ich weiß, da vorne waren die Relais. Scorpion. Oh, das ist das, was er hatte da. Diese Pistole, die diese Dinger abballert. Diese kleinen Sprengkapseln. Die zeitverzögerten. Für Zerstörung intakt. Sehr gut. Wie geht es Ihnen? Eindämmungsschild stark, aber nicht für direkten Beschuss ausgelegt. Das ist nicht Ihr Problem, Commander. Sie kennen mich nicht. Das will ich aber ändern. Halten Sie durch. Wie viele Kontrollpunkte noch? Nur die Landezone. Hoffentlich wartet Erdner Drax noch. Rex kann seine Finger nicht von einer fruchtbaren Frau lassen.
Ihr werdet da sein. Wow. Wir sehen uns dann oben. Ihr kennt ihn. Kroganerin gefunden. Ihr Saftsäcke. Oh. Das war der letzte. Verschwinden wir von hier. Blöde Penner. Schaffen Sie Ihren Arsch hier rauf. Ich kann nicht ewig rumfliegen. Die Frau ist auf dem Weg auf zum Landeplatz. Wenn Sie das schaffen, ernenne ich Sie zum Ehrenkroganer. Na toll. Wir sind fast wieder oben. Shepard, Sie haben uns gefunden. Unter schwerem Beschuss. Ihr Königsblick. Schaut die Kroganerin in den Weg getreten. Samaras vor dem Tank, Shepard. Brauche Unterstützung. Ja. Ein Demo-Schild wird schwächer, Shepard. Vermutlich sicher. Brauche jetzt letzte Freigabe, Shepard. Ja, alles gut. Ach ja, Sniper, Imba. Das Ding. Shepard, nicht zögern. Bitte letzte Freigabe auslösen. Oh, kann sonst ja nicht gehen. Hier ist ja nichts mehr. Wir haben ja alles schon bei der Landung abgesucht. Alles okay. Shepard, Sie müssen die Freilassung autorisieren. Tank wird dann zur Landezone gebracht. Wir werden Sie weg von hier. Shepard, Achtung, Feind im Anmarsch. Ist jetzt der Macker hier oder was? Shepard, ich kann erst landen, wenn Sie mit dem Ding fertig sind. Sonst ist es zu gefährlich. Kroganerin gestellt. Tür ist beschädigt. Kann ich aus? Abstand halten, ich kläre das. Kroganerin beschützen, Shepard, sie ist ungeschützt. Schaffen Sie das, Assad! Passen Sie mal auf! Du Arsch! Wir haben es geschafft! Na? Shepard, ich glaube, Sie haben es geschafft. Von hier oben sieht alles sicher aus. Ich komme runter. Aber da oben war doch noch einer zu sehen, so ein... Die... Ja, wäre cool, hätte ich mir einen selber holen können. Das war erst einmal im Spiel, dass man die steuern konnte. Ich hatte mir Sorgen gemacht. Beeilen wir uns! Bringen wir sie weg von hier. Da sind sie. Da sind sie. Los! Ich kann auf mich selbst aufpassen, Rex. Frauen.
Was macht Cerberus hier? Was wollen Sie? Ach Mist, hätten wir mal ein bisschen mehr erfahren als nur wir. Weltenerschütterer. Commander, wie ich höre, arbeiten Sie an einem Vertrag zwischen Kroganern und Turianern. Wenn ich Kroganer nach Pelleven bringe, unterstützen mich die Turianer. Und was hat Cerberus damit zu tun? Ich weiß es nicht. Der Unbekannte hat irgendetwas vor. Den müssen wir auf Distanz halten. Dieser Vertrag wäre ein gewaltiger Sieg für die Allianz. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Was ist mit dem Proteanergerät? Die Allianzforschung hat offiziell mit dem Bau begonnen. Unter dem Namen Projekt Tigel. Wir setzen jeden dafür ein, der einen Hammer halten kann. Das ist das ehrgeizigste Unternehmen der Menschheitsgeschichte. Werden wir es schaffen? Ich sage nicht, dass es einfach wird. Aber laut unseren Forschern sind die Entwürfe elegant. Gewaltige Ausmaße, aber irgendwie auch simpel. Wir schaffen das, Shepard. Sie schaffen es. Und keine Zweifel. Nein, Sir. Gut, Hackett Ende. Ja, was schaffen wir, die so lange aufzuhalten, die Reaper, bis uns was einfällt? Ist halt auch nicht gerade ein Traumszenario. Oh, sieht das schon gut aus. Wie eine riesige Rassel. Sie haben die Frau, Rex. Das Heilmittel für den Rest ihrer Leute hat Zeit. Das war nicht der Deal. Aber Pelleven braucht ihre Truppen jetzt. Es darf keine Verzögerung geben. Wenn nicht jeder Kroganer das Heilmittel bekommt, gibt es kein Bündnis. Morden, wie lange würde ein Heilmittel brauchen? Muss Basis-Antigen der Frau synthetisieren. Benötige dazu Gewebeprobe von gesundem kroganischen Mann. Steht vor ihm. Akzeptabel. Brauche sie für die Prozedur an Bord der Normandy. Hoffentlich ist das Essen jetzt besser. Ein Heilmittel für alle Kroganer scheint ziemlich viel verlangt zu sein, Mordin. Schaffen Sie das denn? Natürlich, ähnlich wie Genophage-Modifikationsprojekt. Arbeite diesmal gegen eigene Veränderungen. Schwieriger als Müll-DNA, die Kontaktpunkte blockiert. Herunterfahren des redundanten Nervensystems verhindern? Neurotransmitter einstellen? Schon klar. Werde Heilmittel herstellen, Shepard. Keine Sorge. Dann fangen Sie an und beeilen Sie sich. Wie immer, bin in Krankenstation, falls Gespräch gewünscht. Muss Tests an Eva durchführen. Eva? Richtiger Name der Frau unbekannt. Normandy ein Schiff der Menschen. Mythologie der Menschen daher angemessen. Schlage Gespräch mit ihr vor. Neue Perspektive. Überraschend. Und ist sonst noch irgendwas? Es gibt ein kleines Problem wegen eines Schiffs, zu dem unser Kontakt abgerissen ist. Details? Das bespreche ich lieber unter vier Augen. Die Probleme der Turianer sind nichts im Vergleich zu unseren. Ach, Kinder. Wieder wären? Einige meiner Männer werden vermisst. Den Rest besprechen wir besser woanders. Ich sehe sie dann in der Einsatzzentrale, gesprächsbereit. Wie sie sich noch zoffen. Als wird es jetzt eine Rolle spielen, dass man untereinander Krieg führt. Da verlieren doch alle nur dabei. Kroganischer Zug, Tuchanka, ja. Ist hier noch was? Kroganisches Team. Also ja. Was für ein Showdown auf Surkesh. Rexy genau Baby. In alten Zeiten, Shepard. Und ich habe auch wieder ihren Arsch gerettet. Die Kugeln sind mir nur so um die Ohren geflogen. Dank meiner moralischen Unterstützung haben sie es überlebt. Ja klar. Sie sagten, einer ihrer Trupps wird vermisst? Er erkundete das Rachni-Portal. Wegen Gerüchten, dass es dort Ärger gibt.
Rachni? Das interessiert Sie was? Ich muss Sie um einen Gefallen bitten. Einen großen. Die kann nicht zurück sein. Ich weiß nur, dass der Kontakt zu den Kundschaftern sofort abbrach. Kompanie Aralak, meine beste Einheit, steht bereit. Sie können sich vor Ort mit ihr treffen. Mal sehen, was ich tun kann. Dann mal los, Shepard. Shepard, du weißt schon, dass wir die Rachni-Königin befreit haben, ne? Was tun Sie nach der Heilung der Genophage? Wenn die Reaper erledigt sind, werden die meisten Kroganer Rache an Turianern und Salarianern nehmen wollen. Aber das lasse ich nicht zu. Es bringt uns nicht weiter. Diesmal wird alles anders. Viele werden erleichtert sein, das zu hören. Die Geschichte darf sich nicht wiederholen. Sie wissen, dass wir diesmal wahrscheinlich siegen. Aber der Krieg hat uns immer nur Leid gebracht. Der Wiederaufbau muss Vorrang haben. Auf Surkash konnte die Kroganerin auf sich selbst aufpassen. Unsere Frauen haben schon Kampfgeist. Aber Männer belassen es dabei. Frauen hingegen reden gerne darüber und denken nach. Und reden dann wieder. Frauen wow. haben gute Ideen, Rex. Sie sollten zuhören. Aber warum denn gleich so viele? Also tue ich nur so, als würde ich zuhören. Und Kroganerinnen haben auch Temperament. Wow, was für ein Typ. Wie konnte es Ärger mit den Rachni geben? Sie waren praktisch ausgerottet. Die letzte Königin versprach, für immer zu verschwinden. Ich weiß, ich war dabei. Die Sache gefällt mir nicht. Vielleicht sind's keine Rachni, oder doch? Eine neue Invasion. Wenn die rausgekrochen kommen, kann es richtig übel werden. Wir müssen sie aufhalten. Das wär's erstmal, Rex. Machen wir weiter. Jederzeit. Und Shepard? Mir gefällt, was Sie mit der Normandy gemacht haben. Ich hatte es satt, immer im Frachtraum rumzuhängen. Ich habe immer noch kein Fenster wie Liara, aber ich küsse ja auch nicht so gut. Wow. Kein Kommentar. Klar. Ich hab das Ding vermisst. Ich würde gern mit Ihnen losziehen, aber die Pflicht ruft. Wenn der Salarianer meine DNA für wichtig hält, was soll ich da sagen? Oh Mann. Rex ist schon ein komischer Kauz. Irgendwie ist die Beziehung zu ihm, also der war ja schon so ein Kumpel, ist so ein bisschen eingefroren. Kommt mir das nur so vor. Aber warte mal, wir gucken mal. Hier, Alien 710. Oh, wir haben ganz schön viel dazu bekommen. Oh, seht mal, wir haben das Minimum schon erreicht für den Endkampf. Watcher Arbeitstrupp, die sehen so fies aus. Meine Güte. Könnten aus Mad Max sein, so fies wie die sind. Oh, Petrovsky. Achso, ja, seine. Ja, das, was er so preisgibt. Alter Schwede, 1055 durch die Allianz schon. Da muss ich jetzt nicht alles lesen. Es gibt zu allem Text, ne? Man kann sich alles durchlesen. So, muss ich dir eigentlich zuteilen? Ich weiß es gar nicht. Kunstdiamanten Kühlkörper. Die erste Flotte. Salariana. Oh, Kirahe. Genau. Konfliktgebiete nämlich. Ich habe überall 50%. Kann ich das noch ewig steigern, oder was? Ich weiß es nicht, warum da jetzt immer 50% steht. Bereitschaft der Galaxie. Kommt vielleicht mit der Zeit. So, wir reden nächstes Mal noch hier mit ihm, mit dem Primarch. Aber erstmal mache ich hier Schluss für den Part. Ich danke euch sehr fürs Zusehen, Leute. Morgen gibt es wieder einen neuen Part von Mars Effect. Ich freue mich sehr darauf. Nicht vergessen, liken und kommentieren. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.